Moin zusammen, hier ist Hermann von Zeitweise und ich stehe auf einem wunderschönen, alten, ehemaligen Truppenübungsplatz in der Mitte von Deutschland, um ein Tier zu fotografieren, welches ich noch nie aktiv fotografiert habe. Auf dieser Fläche war ich in den letzten Wochen einige Male selber, um zu fotografieren. Wir hatten hier aber auch einen Workshop und wir haben alles Mögliche fotografiert. Schachbrettfalter, Kaisermantel, alle möglichen Arten von Heuschrecken, Käfern, Insekten, Widderchen, alles, was man sich so vorstellen kann. Während man hier ist, um Arten zu fotografieren, zumindest geht es mir immer so, findet man plötzlich durch Zufall immer Arten, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Man sitzt in der Wiese, hat einen Schachbrettfalter im Auge und plötzlich findet man irgendwas anderes. Genau so war es auch vor einer Woche, als ich hier saß in der Wiese, um zu fotografieren. Und plötzlich hat mein Blick eine kleine Gottesanbeterin gefunden. Ich habe schon mal Gottesanbeterinnen gesehen, auch schon in Deutschland, im Kaiserstuhl im Süden von Deutschland. Gibt es die schon länger und zahlreich, aber noch nie so weit im Norden. Für mich war es auf jeden Fall eine unglaublich schöne Entdeckung und die versuche ich heute zu wiederholen. Ich werde hier ein paar Gottesanbeterinnen suchen, euch zeigen, wie man sie selber findet und vielleicht auch, wie man sie fotografiert. Mal gucken. Boah. Viel Wiese auf jeden Fall. Die Gottesanbeterin, die ich hier letzte Woche gesehen habe, die waren noch nicht wirklich groß. Nicht so groß, wie die, die mal irgendwann werden und so wie die, die ich mal gesehen habe. So groß sind die aktuell einfach nur nicht. Ich weiß jetzt schon, dass wenn ich gleich einmal die erste gefunden habe, ich sofort überall viele andere finden werde. So war es zumindest immer zuletzt. Sobald das Gehirn einmal weiß, wie es aussieht, wonach es gucken muss, klappt es wie am Schnürchen. Aha! Ich habe eine. Das Ziel des Videos soll ja unter anderem sein, dass ihr auch eben diese Tiere selber findet. Dementsprechend lasse ich euch jetzt erstmal suchen. So, hier drin ist jetzt relativ gut sichtbar, eine Gottesanbeterin zu sehen. Wer möchte, kann ja jetzt immer auf Pause drücken und selber suchen. Ich werde jetzt immer weiter rangehen und es damit immer einfacher machen. Jetzt gehe ich mal voll drauf. Da sitzt sie. Sie bewegt sich sogar. So habe ich sie jetzt gerade auch gesehen. Sie ist auf Wanderschaft. Aber ich zoome noch mal raus. Das aus dieser Perspektive zu sehen, ist nahezu unmöglich. Dementsprechend ist wie so oft mein Tipp, wenn man irgendwo angekommen ist und ja, es solche Gottesanbeterin geben und man möchte relativ schnell das ganze Gebiet ablaufen, um möglichst viel gesehen zu haben. Ich glaube, das bringt nichts. Mein Tipp ist, setzt euch hin an irgendeine Stelle, es ist ganz egal, irgendwo, wo ihr ein gutes Bauchgefühl habt und dann lasst ihr einfach mal den Blick schweifen. Genau so habe ich ja auch die erste gefunden und bin überhaupt darauf aufmerksam geworden, dass es hier Gottesanbeterin gibt. Wenn man so flach in der Wiese ist, ist der Kopf auch einfach viel, viel näher dran und man kann die Tiere irgendwie viel besser ausmachen. Also wenn ich jetzt hier gerade auch nochmal drauf gucke, denke ich, yo, richtig großes Tier. Wenn ich stehe, dann ist es so klein und nahezu unmöglich zu finden. So, jetzt ist mein Gehirn eingestellt. Jetzt müsste ich noch mehr finden können. Da ist schon die nächste. Und die hat sogar schon eine Heuschrecke gefangen. Das klärt natürlich auch direkt die Frage, wie die sich ernähren, beziehungsweise wovon, von Insekten. Sie sitzen kopfüber, genauso wie wir das gesehen haben, teilweise auch so schräg irgendwie in der Wiese, vertrauen auf ihre Tarnung, die ja gut funktioniert, haben wir gerade gesehen. Und sobald sich ein Insekt nähert, schrecken sie mit diesen Armen so nach vorne und halten die Beute einfach fest und fressen sie. So schön ich das auch finde, dieses Verhalten, bin ich nach wie vor auf der Suche nach einer, die ein bisschen höher sitzt, damit ich sie schön fotografieren kann. Aber ich weiß ja jetzt, wonach ich suche. Na, die hier sieht doch mal ein kleines bisschen besser aus. Die ist zum einen schon ganz schön groß und hierdurch sieht das jetzt nicht so aus, aber sie sitzt wirklich ganz schön frei, vor allem super schön unter so einem Halm. Na, dann wollen wir doch mal. Was mir jetzt wichtig ist, gleich von vornherein zu sagen, ist, dass dieses Gebiet, in dem ich hier bin, ein geschütztes Gebiet ist. Und es kann sehr gut sein, wenn ihr euch jetzt auch auf die Suche nach Gottesanbeterin macht, dass das eben auch in einem geschützten Gebiet ist. Dementsprechend kann ich es verstehen, wenn ihr jetzt begeistert seid, weil ihr eine Gottesanbeterin gefunden habt. Aber bitte seid vorsichtig, dass ihr nichts kaputt macht. Wir haben eben gesehen, wie unglaublich gut getarnt sie sind. Und es ist jetzt nicht wert, hier in die Wiese für ein Foto zu gehen und Gefahr zu laufen, solche schönen Tiere kaputt zu treten. Dementsprechend bleibe ich jetzt hier auf dem Weg und kann ja die Kamera hier so ein bisschen ins Gras halten und es gibt keinen Grund, da vorne reinzurennen. So, wie sieht denn das Ganze jetzt hier durch die Kamera aus? Ich habe hier ein 100er Makro drauf mit Offenblende 2.8 und das gibt mir jetzt hier die Möglichkeit, das Tier in der Wiese relativ gut schon freizustellen. Ganz anders als das Bild, was wir eben gesehen haben. Und auch wenn das natürlich erstmal cool ist, weil das eine Gottesanbeterin ist, ist das natürlich irgendwie noch kein fertiges Bild. Es sind noch so viele Halme im Weg, die mich stören. Ich versuche jetzt also, mich hin und her zu bewegen. Nach da wird der Himmel zum Beispiel deutlich heller. Da überlappt jetzt aber der große Körper eben den Halm. Ich versuche mich hier einfach mal so ein bisschen hin und her zu bewegen und irgendwie dieses Tier möglichst frei zu bekommen, ohne dass zu viele Halme irgendwo stören. Okay, krass. So viel zum Thema Tarnung. Ich denke gerade, was guckt meine Gottesanbeterin so komisch?
Da kommt gerade einfach eine zweite an. Eine grüne. Shit, jetzt war ich genau zu langsam. Das ist der neuere Kollege. Da oben hing gerade die andere. Und die hat sich jetzt gerade fallen lassen. Und sitzt irgendwo hier unten im Gemüse. Da links. Was ist hier denn los? Jetzt kommt auch noch die Sonne. Und die da denkt wohl, das ist jetzt mein Halm. Jetzt guckt sie runter. Hallo? Guckt die hoch? Also halb. Doch bloß, sie springt gleich hinterher. Sie juckt mich natürlich total in den Fingern, da näher ranzugehen. Aber ich glaube schon, dass die auf mich hier reagieren. Dementsprechend bleibe ich jetzt mal ein kleines bisschen zurück, in der Hoffnung, dass es da jetzt abgeht. Mittlerweile sind bestimmt 20 Minuten vergangen und eigentlich passierte nichts, außer dass die beiden sich angucken. Manchmal bewegt sich die eine so einen halben Zentimeter, woraufhin die andere einfach nur den Kopf dreht und auch wieder guckt. Also dafür, dass die Tiere so unglaublich schnell sein können, so sehr lassen sich doch hier gerade Zeit in diesem Blickduell. Fotografisch ist gerade noch ganz cool, dass sich hier im Himmel jetzt so ein bisschen die Sonne durchsetzt. Und dieser helle Fleck da, den versuche ich gerade hinter die Gottesanbeterin zu bekommen. Da sieht man im Hintergrund diesen Fleck und jetzt kriege ich eben so die Gottesanbeterin davor. Finde ich von der Sache her sehr schön, auch wenn ich jetzt noch näher rangehe. Das Problem ist, dass da, wo sie gerade sitzt, ist einfach noch zu unaufgeräumt. Also ich beute sie außerdem noch im Profil. Aber mal gucken, es kann ja noch werden. Hier tut sich was. Die da oben sitzt immer noch da und im Hintergrund sieht man, kommt gerade der Kontrahent angelaufen, der eben noch klein beigegeben hat, sitzt jetzt hier hinter. Und die da oben guckt gerade auch richtig schön. Und da ist die Sonne und da versuche ich sie jetzt vorzufotografieren. Im Showdown, die obere hat gerade schon mal so eine kleine Attacke gestartet. Aber die untere ist relativ unbeeindruckt und kommt jetzt immer näher. Boah, wie die da hängt. Jetzt hat sie sich fallen lassen. Wohin, wohin? Das finde ich aber eigentlich ganz gut. Die obere sitzt nämlich deutlich schöner. Und jetzt kann ich darauf hoffen, dass vielleicht gleich die Sonne noch mal ein bisschen weiter durchkommt. Vielleicht auch, wenn sie schon weiter unten ist, also ein bisschen orangener und nicht mehr ganz so hell ist. Und dann kann man hier vielleicht sogar schön fotografieren. Mittlerweile habe ich jetzt mein altes 50 mm hier vorne drauf gemacht und versuche jetzt, die Gottesanbeterin nicht mehr ganz so groß zu fotografieren oder abzubilden, so wie wir das eben gesehen haben, sondern jetzt ein kleines bisschen dezenter und kleiner im Bild. Und dazu versuche ich jetzt wieder durch extrem viel hindurch zu fotografieren, allerdings dann eben zu versuchen, einen freien Bereich rund um die Gottesanbeterin zu haben. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, es erfordert sehr, sehr viel Hin- und Hergewackle mit der Kamera. Aber wie das aussieht, zeige ich euch hier oben durch. Die größte Schwierigkeit hier ist jetzt gerade wieder einen schönen Tunnel zu finden, in dem die Gottesanbeterin eben komplett frei sitzt, so wie hier. In den allermeisten Fällen sieht es leider so aus. Es sind irgendwelche großen prägnanten Halme direkt an dem Tier. Aber hier habe ich jetzt gerade eine ganz schöne Lücke gefunden. Und vor allem ist auch da der Hintergrund relativ hell. Und deswegen hebt sich da das Tier dann eben noch besser ab. Es ist mittlerweile wieder ungefähr eine Stunde vergangen. Ich sitze immer noch an der gleichen Stelle und gucke mir diese beiden Tiere hier an, die sich immer noch beäugen. Mittlerweile haben sich beide so ein paar Zentimeter bewegt. Aber es ist irre, mit was für einer Geduld die sich hier duellieren. Da es hier aber gerade so gemütlich ist, würde ich jetzt noch mal wieder das Makro draufschrauben. Und zwar mit dem Zweifachkonverter und dem Zwischenring, um so ein paar super Details davon zu machen. Das hier ist die Kombi. Vorne ein 100er, 105 mm Sigma Makro, was ohnehin schon einen Abbildungsmaßstab von 1:1 hat. Dann ein Zweifachkonverter, ein 25 mm Zwischenring. Dann kommt der Adapter von EF auf RF bei Canon und dann nochmal ein RF 13 mm Zwischenring. Und damit komme ich wirklich ganz schön nah ran. So nah, um genau zu sein. Das ist natürlich jetzt wirklich schwierig, das aus der Hand zu halten. Wir sind so nah dran, aber das hier ist der Kopf von der Gottesanbeterin. Was mich außerdem total fasziniert, jetzt gerade sieht man es nicht mehr, aber diese Fangarme, die haben so richtige Krallen und sind auch so rot. Und dieser grün-rot-Kontrast, den finde ich irgendwie cool. Man sieht so ein Tier wirklich nochmal mit ganz anderen Augen durch dieses super Makro. Diese Kombination hier hat einige Vorteile. Zum einen ist der Abbildungsmaßstab natürlich deutlich, deutlich größer. Durch den Zweifachkonverter wird die Brennweite verdoppelt, die Naheinstellgrenze bleibt aber gleich und durch die Zwischenringe wird die Naheinstellgrenze herabgesetzt, aber die Brennweite bleibt gleich. Beides sorgt dafür, dass der Abbildungsmaßstab größer wird. Übrigens, wenn jemand das genau weiß, wie sehr sich der Abbildungsmaßstab jetzt hier verhält, das würde mich mal sehr interessieren.
Ansonsten wollte ich aber noch auf einen anderen Vorteil hinaus, und zwar ist das das mit dem Zweifachkonverter. Das hat jetzt zur Folge, dass ich nicht ganz so nah an das Tier ran muss. Bedeutet also, mit 200 mm könnte ich es jetzt von deutlich weiter weg fotografieren als beispielsweise mit einem, weiß nicht, Weitwinkel-Makro oder so, wo ich ja fast mit der Linse bis vorne an das Tier ran muss. Ich glaube zwar, dass es mit der Gottesanbeterin rein theoretisch gehen würde, ich fühle mich aber trotzdem ein bisschen besser, wenn ich etwas weiter weg bin. Die Sonne sollte hinter den Wolken da vorne jetzt gerade irgendwo untergegangen sein. Schade, ich hatte gehofft, dass sie jetzt nochmal durchkommt und es hier vielleicht zu einer kleinen Gegenlichtsituation noch kommen könnte. Egal, ich will mich nicht beschweren, ich glaube, ich hatte hier heute genug Glück. Zum Abschluss zeige ich euch jetzt hier noch einige Fotos, die hier heute entstanden sind von der Gottesanbeterin. Ich glaube, sie bilden erst den Anfang. Ich denke, dass ich mich noch weiter mit diesem Motiv beschäftigen werde, hier noch ein paar Mal hinkommen werde und mit ein bisschen Ausdauer, Geduld und vielleicht auch Glück kommen dann hier vielleicht noch ein paar andere Fotos zustande. Aber vielleicht ist das ja dann auch was für den zweiten Teil. Ansonsten hoffe ich, dass ich eurem Gehirn heute zeigen konnte, wie so eine Gottesanbeterin aussieht, damit das dann das genauso gut abgespeichert hat, wie jetzt bei mir hier gerade. Und ihr, wenn ihr im Urlaub seid oder irgendwo an irgendwelchen Orten, wo es Gottesanbeterin gibt, sie dann selber auch gut finden und fotografieren könnt. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß und Erfolg, und dann sehen wir uns hier nächste Woche wieder. Macht's gut!